Hi, Robert hier mal wieder aus der Gesundheitsabteilung. Heute kommen wir mal zu einem etwas komischen Thema, über das keiner so gerne spricht. Für den Fall, dass du dich jetzt gleich wieder entdeckst, bleib einfach dran. Es geht um Hämorrhoiden. Bis gleich. Hämorrhoiden und wie du diese loswirst. Zuallererst musst du dir mal die Frage stellen, wie hast du überhaupt Hämorrhoiden bekommen? Ja, wie entstehen Hämorrhoiden? Hämorrhoiden, stell dir einfach vor, du hast ganz kleine, feine Äderchen, ja, an deinem Darmausgang. Wenn du jetzt auf der Toilette sitzt und du musst drücken und drücken und drücken, ja, und es wird einfach nicht besser, bis da mal was passiert, dann kann es sein, dass diese kleinen Äderchen sich so ein bisschen rausstülpen. Ja, die wölben sich vor und das werden dann so ganz kleine, ja, wie so stiftartig schießen die dann raus und das sind Hämorrhoiden. Das juckt. Ja, und du hast wahrscheinlich auch festgestellt, dass du dann irgendwo vielleicht ein paar Blutbeimischungen mit dabei sind und das ist nicht gut. Ja, und auf lange Sicht hingesehen kannst du natürlich bei sowas auch, wenn es ganz extrem ist, zu Blutarmut kommen. Du kannst einen Eisenmangel erleiden und deswegen solltest du da unbedingt was tun. Die Frage ist, wie wirst du Hämorrhoiden los? Und eine andere Frage ist, wie bekommst du erst gar keine Hämorrhoiden? Aber wenn du dieses Video schaust, hast du wahrscheinlich welche oder mal welche gehabt oder irgendjemand, den du kennst, hat welche, wie auch immer. Fakt ist, es geht einfach darum, dass du bei der Darmentleerung, dass du erstens die richtige Position hast. Da gab es schon mal ein Buch von jemandem, ganz sympathischen. Das heißt, du kannst dir, gewöhn dir einfach an, vor deine Toilette, wenn du sitzt, dass du da so einen kleinen Hocker hinstellst, deine Beine drauf stellst und dass du in so eine richtige senkrechte Position auf der Toilette sitzt. Das ist Regel Nummer 1. Damit kannst du dir das schon mal erleichtern und entleerst deinen Darm auch wirklich, wirklich gut. Und es geht wesentlich einfacher und du musst nicht mehr ganz so viel Kraft geben bei der Darmentleerung. Und Regel Nummer 2 ist, du musst schauen, was isst du. Wenn du dich, sag ich mal, vorwiegend von säurebildenden Produkten ernährst, also sprich von ja, einfach Brötchen, Weißmehlbrötchen, Käse, Fleisch, Eier, also ich sage nicht, dass diese Dinge schlecht sind, ja, aber was da fehlt, sind Ballaststoffe. Das heißt, du musst schauen, dass du auch wirklich schwere Produkte auch zu dir nimmst, also sprich, sagen wir mal, zum Beispiel Haferflocken, ja, oder Leinsamen, Chiasamen, alles das, was so ein bisschen schwerer ist, und du musst auch schauen, dass du vorwiegend basische Produkte zu dir nimmst und vor allem Produkte mit sehr, sehr viel Ballaststoffen. Wenn du zum Beispiel abends dir eine Gemüsepfanne machst, ja, schönes frisches Gemüse in die Pfanne, dünstest das ein bisschen an, dein Darm wird es dir danken. Wenn du jeden Tag, mittags, abends, wie auch immer, wenn du Salat isst, da kann ruhig ein bisschen Hühnchen mit drin sein, wenn du das magst, ja, oder ein bisschen Feta, wie du das möchtest. Ich möchte da gar nichts ausreden. Es geht einfach nur darum, dass du ganz, ganz viel Blattsalat drin hast. Am besten sowas wie Rucola, Feldsalat, Babyspinat. Das sind diese Dinge, ja, die machen das Ganze ein bisschen schwerer. Ballaststoffe, sehr, sehr viele Fasern sind dabei und außerdem noch ganz, ganz gesunde Pflanzenstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe. Du hast Vitamine, du hast Mineralien. Das Gleiche gilt für Obst. Ja, das sind auch immer solche Sachen. Darf nicht fehlen. Also viel Gemüse, viel Salate. Du kannst reinmachen, was du möchtest. Bunte Salate sollten es sein, wirklich von jeder Farbe irgendwas dabei. Ja. Also Obst, Gemüse und Salate. Ganz, ganz wichtig. Gewöhn dir diese Ernährung an und hör auf damit, Fertigprodukte zu essen. Ja. Nicht diese ganzen Fertigprodukte, wo einfach nichts mehr drin ist, wo du kaum noch Vitamine drin hast, kaum Mineralien. Ein Haufen Zucker ist da meistens noch mit beigemengt. Diese ganzen E-Stoffe, also die Emulgatoren und einfach Dinge, die du gar nicht wiedererkennst, wenn sie auf der Packung stehen. Sowas nicht essen. Versuch das ein bisschen basischer zu halten. Einfach mehr Frische und dann flutscht das so raus. Ja, und deine Hämorrhoiden, die sind Geschichte. Du wirst nie wieder Probleme haben, beziehungsweise du kannst diese Hämorrhoiden auch dadurch vermeiden. Ich wünsche dir alles, alles Gute, ja, das Beste an Gesundheit, die perfekte Gesundheit. Apropos perfekte Gesundheit, wenn du mein Buch downloaden möchtest, schau unten in der Videobeschreibung, da ist eine Verlinkung zu meiner Webseite, da kannst du dir mein Buch gern kostenlos downloaden und ansonsten habe ich auch noch ein paar Empfehlungen für dich hinterlegt. Probier einfach aus, was dir gefällt, da ist auch eine Liste, was ich gerade so alles an Nahrungsergänzungsmitteln oder auch gesunden Gewürzen verwende. Probier es einfach aus. Ich freue mich, dass du zugeschaut hast, bis zum nächsten Mal.